Und da sind wir auch schon. Wenn ich das nicht mal gut hingekriegt habe in der vorgegebenen Zeit. Guten Tag. Guten Tag. Eine Tageskarte bitte. Eine Tageskarte. Schön. Bitte. Ja, eine Karte. Das ist auch gut. Es ist frei. Dann fahren wir mal wieder zurück auf die Straße und ab in den Tunnel. Nächste Haltestelle, Finkenhain. Hier ist ein Ort, hier dürfen wir nicht so schnell fahren. Oh gut, ob wir es gerade gedurft hätten. Ich bin einfach mal ein bisschen schneller. Schneller, schneller. Sie wollen hier mit. Vermute ich. Genau. Hallo. Hallo. Ich freue mich auch, Sie zu sehen. Oh ja, ich kann es einfach das abbiegen. Bevor der kommt, sind wir rum, behaupte ich. Und es geht wieder hier raus aus dem Ort. Wieder schön über die Schlangenlinien hier. Und dann geht es hier rechts rein. Die Ampel ist rot. Schade. Dann müssen wir wohl warten. Habe ich schon mal erwähnt, dass wir warten müssen? Stimmt noch nicht. Nee. Sicherlich nicht. Währenddessen blinken wir schon mal schön nach rechts, denn wir wollen ja rechts rumfahren. Ja. Wenn die Ampel irgendwann wieder grün werden sollte, können wir um diese Kurve herumfahren. Danke. Bin ich aber freundlich, dass es grün wird. Boah, ganz ohne Spurmarkierung. Boah, das ist jetzt aber eine Herausforderung. Bin ich eigentlich noch richtig im Ibis? Nö. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Jetzt passt. Nächste Haltestelle, Hochbergstraße, Waldwanderweg. Einmal normal. Bitte. Eine Tageskarte, bitte. Tageskarte einmal, das macht der Reihe zurück. Bitte schön. Und weiter geht's im Sauseschritt. Wen nehmen wir denn heute mit? Ja, am besten einen, der gut Bus fahren kann, dann könnte er mich ablösen. Naja, ich meine, der Kollege wartet ja schon in Bad Kinzau oder wartet gleich in Bad Kinzau, je nachdem. Ich kann's nur mal, kann's nun einfach mal dieses Busfahren. Zwar voll strange, aber ja, das kann ich.
Da bin ich Profi drin. Nie bei euch einen Unfall, nie nehme ich irgendwelche Leitpfosten am Straßenrand mit. Nie wollen Fahrgäste aussteigen, weil ich einfach nur schlecht fahre. Können wir mal mit mir reden, aber nein. Reden, was war das denn nochmal? Jetzt überfordert der Busfahrer uns mal wieder. St. Marien. Eine schöne Kirche. Jetzt hat er schon wieder nicht weitergeschalten. Toll. Mach ich es mal. St. Marien. Einmal normal, bitte. Na, ja, hinten sind alle raus. Dann kümmere ich mich jetzt um deine Fahrkarte. Einmal normal. Bitte, das sind 1,50 zurück. Einmal bitte Kurzstrecke. Einmal die kurze Strecke. Das sind 80 und 7. Bitte schön. Eine Tageskarte, bitte. Einmal Tageskarte, sogar passend, das finde ich sehr gut. Like. Passend bezahlen, das ist immer. Oh, ey, ganz wurschig. Genauer Gegenteil ist ja dann Kurzstrecke mit einem Zähler. Weil man es kann, oder wie? Ach, guck mal, wir sind gleich schon in Bad Kienzau. Wenn wir jetzt hier wieder nicht von der Straße abrutschen wie beim letzten Mal. Du bist mit dem Rad von der Straße gekommen. Jetzt ist dein Bus erstmal voll im Arsch. Aber immerhin mal eine Straße, wo ich die Beschränkung auf 30 vollkommen nachvollziehen kann und auch einhalte. Das ist der Berg gewesen. Haben wir mal unsere Lackierung ein wenig eingeweiht. Das muss man ja auch mal machen. Kann man ja nicht uneingeweiht lassen. Hier ist der Berg schon halb auf der Straße. Meine gut. Kann man auch mal machen. Ach, der Berg mal eine Straße. Hallo, ich bin der Berg. Und was warst du so? Wer bist du eigentlich? Bist du auch schon so lange hier? Ah nee, ich glaube, ich bin schon länger schon hier. Aber ist ja egal. Was gibt's denn sonst noch Schönes, was du mir erzählen kannst? Ach, guck mal, da kommt ein Bus. Komm, wen ärgern wir? Welcome in Bad Kienzau. Oh, die Ampel wird grün. Was ist denn hier los? Oh, man sieht ja sogar die Kirche, oder man hat gerade kurz diese St. Marienkirche da oben ja sogar gesehen. Oh, weite Sicht, das. Oh, oh la la. Und wir haben Verspätung. Okay, wir sind nicht mal langsam unterwegs. Wir sind eigentlich zügig unterwegs, außer gerade vielleicht im Berg runter. Da wollte ich nicht so rasen. Und haben trotzdem Verspätung. Okay. Ah ja, jetzt kommt wieder unsere Lieblingsstraße. Die Straße, wo man gegen... Ah ne, die ist es noch gar nicht mal. Die ist noch relativ in Ordnung, aber gleich werden sie wohl wieder kommen. Die Straßen des Horrors. Gegenverkehr. Da kannst du erstmal gucken, wie du da durchkommst. Ne, hier will keiner mit, dann fahren wir wieder weiter. Wollte ja mal gucken, vielleicht will ja wer mit. Soll ja auch mal der Fall sein, dass Leute mit dem Bus fahren. Wenn sie schon an der Haltestelle sind. Ich hoffe, du willst jetzt hier nicht links rein. Also eher rechts für dich und bei mir, da wo ich gerade bin. Wäre schlecht gewesen, hier ist nicht viel Platz. Schalten wir weiter. Nächste Haltestelle. Bad Kienzau, Hahnwaldstraße. Ich sag mal, der Moment, wo du siehst, 30 Zone Ende. Ach, hier war 30, okay. Okay, wieder was dazugelernt. Auch gut. Man lernt ja bekanntlich nie aus.
Keine Ahnung, wie lange da schon 30 war. Ich habe das Schild nie gesehen. Ich habe nur das Aufhebeschild gesehen. Das fällt ja auch so auf. Kann man denn nicht durchatmen? Ah, aufgehoben. Boah, ist das gut. Ich hoffe, das war nicht mehr für die letzte Haltestelle. Das wäre ein bisschen zu spät gewesen. Ach, da. Sind wir schon da? Gar nicht mitbekommen, so schnell sind wir hier unterwegs mit unserem schnellen Bus. Im Monstergefährt. Oh, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte wieder in die normale Sicht, bitte zurück. Warte, wir sind die 299, also hier rein. Und rein in die Lücke. Mut zur Lücke. Ab in die Parklücke. Nein, hat er nicht gesagt. Endstation, raus hier, ihr kleinen Pappnasen. Und die Auswertung ist relativ in Ordnung. Ein paar Mal zu spät passiert. Bei uns immer. Dann wollen wir mal den Motor ausmachen. Wir wollen jetzt hier nicht alles verpesten. Türen zu. Hier vorne auch. Ja, dann sind wir schon wieder durch. Blinker aus. Türsperre vorne aus für den nächsten Fahrer, dass er hier nicht einen kriegt, wenn er das sieht. Licht aus. Automatische Klimaanlage aus. Ich bezweifle, dass der nächste Fahrer glücklich sein wird, denn der kann erstmal den Bus reparieren wegen Außenbeleuchtung und so. Der darf den ja nicht in Betrieb nehmen, der ist ja nicht in Ordnung. Ich war ja schon in Betrieb, da konnte ich ja jetzt nicht einfach und so, ne? Steht da. Ja, damit war es das dann auch schon wieder für diese Aufnahme in OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Also mehr Notlösung als irgendwas anderes, aber mal schauen, welche Map wir dann als nächstes nehmen. Mein Fazit auf jeden Fall schon mal. Badkinzau, eine wirklich tolle, empfehlenswerte Map. Vor allen Dingen für mich persönlich die 299 einfach die beste Linie. Und sonst einfach mal selber wahrscheinlich die Map am besten sich mal runterladen. Ist ja Freeware. Lohnt sich auf jeden Fall. Einfach mal reinschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder bei OMSI 2, der Omnibus Simulator hier bei AutoG, AutoGraph Gaming. Ich sage tschüss und bis dann.